Den Hauptkampf bei We Love MMA 50 hier in Hamburg, den hat ein Hamburger bestritten. Ashat Ilikhanov gegen Hanan Husman aus Finnland. Und es war der beste Kampf des Abends. Es war ein hart geführter Kampf und am Ende war es ein Unentschieden, mit dem du leben kannst? Ich kann damit leben auf jeden Fall, aber ich muss den Kampf nochmal anschauen. Ich finde, den zweite Runde am Ende, wo er mich gesweept hat oder umgedreht hat, ich glaube, wegen das haben die den Unentschieden gegeben, glaube ich. Aber ich fand, dass erste Runde ich komplett gewonnen habe und zweite Runde das so Unentschieden könnte man geben. Also ich fühle mich als Sieger auf jeden Fall. Was war letztendlich so ausschlaggebend von deinem Gefühl? Du hast schon gerade ein bisschen beschrieben. Was waren vielleicht Aktionen gerade in dieser zweiten Runde, die dazu geführt haben, dass es nicht gereicht hat für diesen Sieg? Ich würde mal sagen, ich hatte ein bisschen Ausdauerprobleme am zweiten Runde. Ich war als erstes oben, ich habe ihn versucht kontrollieren. Dadurch bin ich müde geworden und er hat mich auch versucht, einmal Trianga oder Guillotine versucht. Und dadurch bin ich auch halt ein bisschen müde geworden, wo er mich dann einfach umgeknickt. Ja, irgendwie, ich kann mich jetzt nicht gerade so an alles denken, nachdenken. Es ist schon noch sehr frisch so nach dem Kampf. Klar, da sind die Eindrücke, die Emotionen noch so ein bisschen da. Wenn du dich an die Halle jetzt so zurückerinnerst, das, was kam, die Emotionen von den Rängen, das war Hamburger Publikum, so wie du es magst, so wie du es liebst? Auf jeden Fall. Mein ganzes Team war hinter mir. Ja, Aytun Güleç, Dankeschön an Aytun. Alles für alles. Ohne sie, ich wäre nicht hier, wo ich stehe. Ja, das Hamburger Team war auf jeden Fall, Hamburg war hinter mir. Und nach wie vor bist du ungeschlagen. Das ist ja auch noch eine Sache. Die Weste sozusagen, die Kämpferweste ist weiß. Du bist die Nummer 1 und jeder stellt sich dann die Frage, forderst du jetzt selber auch einen Titelkampf? Willst du einen Titelkampf? Ich sollte heute ums Titel kämpfen gegen Federico Gutzwiller, da er durch irgendeine Verletzung den Kampf abgesagt habe, haben die mir den Finnen vorgeschlagen und ich habe den auch dann zugesagt. Ich hoffe, dass ich am spätestens Dezember den Titelkampf kämpfen wird, wenn alles gut läuft. Jetzt die nächsten Wochen werde ich erfahren, ob es Dezember in Berlin, We Love MMA 51, ums Titel kommt. Es hätte sicherlich in Berlin und bei We Love MMA keiner was dagegen. Danke, dass du mir schnell Zeit genommen hast.